Ist das ein besonderer Ort? Oh, sehr schwer. Und wir haben nicht viele Haarklammern. Wir können nicht zufällig irgendwo hier an einem Terminal das Ding öffnen. Schloss öffnen, Fragezeichen. Das wäre ganz cool, aber... Nein. Okay. Ja, dann halt nicht. Dann nochmal frisch speichern. Und los geht's. Mit Schloss aufbrechen. Unten rechts haben wir nur eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, das Ding hier zu knacken. Das ist nicht viel. Oh, wir haben... Oh. Nee, es muss hier sein. Bitte. Wir haben echt Glück gerade. Bitte. Nein! So unfair. Es ist so unfair. Nur eine Haarklammer. Na gut, wir haben doppelt Glück gehabt. Sehr schön. Nee, hier gibt's wirklich nichts zu beschweren. Was haben wir hier? Chrysler's Gebäudekeller. Oh. Ich glaube, im Keller wird's erst richtig schlimm. Toi, toi, toi. Und da sind sie schon wieder. Kampfflinte und dann von hinten direkt in die Rübe. Schleichen. Hallo. VATS. Crit Kill. Ja, hoffe ich doch mal. Herr der Supermutanten. Nee, nicht wirklich. Aber trotzdem, wir werden ihn ordentlich Energie abziehen. Los, gib ihm. Überraschung. Ich hätte so einen Schiss. Du stehst hinter irgendetwas und schießt diesem etwas dreimal mit einer Kampfflinte in den Kopf. Na, du nutzt dein Momentum und dann dreht es sich um und guckt dich ganz böse an. Ich würde instant einen Herzinfarkt bekommen. Wahrscheinlich schon vorher. Wow, haben wir hier rumgesaut. Das ist echt übel. Jupp. Chinesisches Sturmgewehr gleich mal reparieren, damit wir Tragekapazitäten sparen können. Wir sind schon wieder überladen, meine Güte. Was für eine Frickelei. Aber ist auch schön, ne? Ist so ein Survival-Aspekt. Schade, dass man hier nicht Essen und Trinken vernünftig dazu modden kann. Geht leider nicht. Die Mod ist ziemlich alt und ich glaube, das würde sehr instabil werden. Aber egal, ist auch nicht so wild, ne? Man kann ja nicht überall Hunger und Durst haben. Na, mein Freund, it's Party Time. Ist wirklich die beste Waffe gegen Supermutanten, ne? Kann es sein? Das chinesische Sturmgewehr. Aber hier kommt noch einer, ne? Kurz aufladen. Oh Gott! Zentaur. Da ist noch einer. Aufladen. Ja, es schießt sich irgendwie fast schon besser, wenn man nicht zielt. Wenn man quasi hier so aus der Hüfte rausschießt, weil irgendwie... Also das Fadenkreuz wird dann verlangsamt durch das Zielen und das ist dann wieder zu langsam. Oh. Geh weg! Mit deinen Rüsseln, du. Du bist auch aus irgendeinem Hentai. Okay. Großartig. Sind hier noch Gegner? Kriege ich hier irgendwas von dir? Oh, eine rote Zutrittskarte. Könnte hilfreich sein. Ich lasse sie mal im Inventar. Ich glaube, die wiegt auch nichts. So. Und du hast einmal Maddox dabei. Speichern. Den anderen hier noch looten. Und dann hoffen wir mal, dass wir den High-End-Loot hier finden werden. Oh nein, ich bin schon wieder überladen. Alles ist viel zu voll. Viel zu voll. Wir werden hier nicht einfach durchkommen, ne? Schade. Ohne weiteres. Also ohne Drogen kommen wir jetzt hier nicht weiter. Schande. Okay, dann Buff out. Toi. Frisch speichern. Und jetzt ein bisschen hinne machen und nicht zu viel mitschleppen. Wobei, ich muss doch viel mitschleppen. Ansonsten macht der ganze Spaß doch hier keinen Sinn. Verstümmelte Organe. Kronkorken. Unter verstümmelten Torso. Nehme ich. Hier kann ich die Zündflamme mitnehmen, ne? High-End-Value. Die Zündflamme. Haben wir. Hallo, ist hier noch einer? Nö. Versteck. Cool. Kippen. Pillen. Was ist hier drinne? Waschmittel war das, ne? Ein Reinigungsmittelkanton ohne Namen. Stopp, nein, das muss ich mit Frischspeichern lösen.
Den heben wir uns als letztes auf, ne? Bis zuletzt wollen wir diesen Safe uns aufheben. Vorher machen wir alles andere leer. Jupp, okay. Stopp, war leer. Mein Fehler, ich bin so aufgeregt. Wir stehen unter Zeitdruck. Das werden wir mit Hacken lösen. Wir wissen, wie das Spielchen läuft. Diesen Safe kann man auch mit Intelligenz lösen. Mit sehr viel Intelligenz und Wissenschaft. Frisch speichern und los geht's. Ist nur leicht, ne? Aber selbst die haben es manchmal wirklich in sich. Naja, diesmal nicht, ne? So, jetzt aber. Hacking. Eckige Klammern gehen doch sehr schön. Jetzt von innen nach außen, ne? Genau so. Einmal innen, einmal außen. Zwei im Sinn, die gehen auch. Cool. Ja, die müssten auch gehen. Oh, sieht sehr gut aus. Wir haben es geschafft. Klasse, klasse. Oh nein, ich kann das Passwort anklicken. Puh, das hatten wir schon mal, ne? Ist lange her. Ich glaube, das war im Super-Duper-Markt. Da konnten wir das Hacking-Spiel nicht lösen, obwohl wir nur noch ein Passwort hatten. Aber das konnten wir aufgrund des schlechten Fonts, der schlechten Einbindung dieses Fonts beim Hacken nicht richtig anklicken. Aber egal. Warte mal, stopp. Ich muss ja noch hier den Safe, ne? Im Menü öffnen. Ja, cool. Sperre aufheben. Dankeschön. Wunderbar. Und ja, ich sag mal, ein Erfolg. Zumindest Handelsware haben wir hier bekommen. Oder gibt es hier noch irgendwo eine Ecke, wo wir nicht waren? Was lag da auf dem Boden? Ah ja. Abraxo. Damit auch wieder ihre Powerrüstung so richtig schön heller strahlen kann. Oh, hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter, hä? Plopp. Du Ekelpaket, du. Steck alles ein. Wir können alles gut gebrauchen. Und wir haben noch eine zweite Portion. Oder jetzt nur eine Portion. Aber zumindest haben wir jetzt eine Portion. Perfekt. Und damit wird alles gut. Kohle, Kohle, Kohle. Jawohl, ja. Das wird schon hinhauen. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Alkohol dazu. Und da können wir noch besser schleppen. Wir schleppen uns dann an die Oberfläche und dann schleppen wir uns zum nächsten Händler. Eigentlich nur noch zu Moira, weil die so verdammt viel Kohle hat mittlerweile. Und ich bin mir halt immer noch nicht ganz sicher, warum das jetzt der Fall ist. Ich glaube, weil wir in dem einen Städtchen die Händler so ein bisschen finanziell unterstützt haben. Ach komm, nicht den teuren Wodka, sondern nur den Ekelwein, genau. Ekelwein! Und wir können wieder rennen, sehr schön. Der Wein, er gibt uns die Kraft und Sicherheit, die wir so dringend nötig haben hier in dieser Postapokalypse. Was für eine große Munitionsbox. Heckenschützengewehrmunition. Voll gut. Aber jetzt sind wir gleich wirklich am absoluten Limit. Mehr können wir nicht machen. Mehr können wir wirklich nicht machen. Ich habe jetzt leider noch kein Outfit, wo wir Stärke buffen können. Oh, das wird hier immer größer. Wir müssen zurückkommen. Und das hasse ich ja. Ah! Das hasse ich ja, wenn die Ortschaft noch nicht so richtig fertig erkundet ist und wir müssen eine Händlertour machen. Geh weg! Geh weg! Meine Güte. Oh, ich habe keine Muni mehr. Uncool, uncool. Operation uncool. Vorsichtig, vorsichtig. Spritze. Und noch einen saftigen Kopfschuss hinterher. Ja, ja, ja. Herr Supermutant, Overlord. Oder wie du auch immer geheißen hast. Ja, das erste. Oh nein, wir sind so krass überladen. Wirkt das Buffout noch? Ich glaube ja. Wir sind auf Buffout, wir sind auf Alkohol. Mehr können wir nicht machen. Und jetzt ist einfach alles. Alles kaputt, wir können nichts mehr kombinieren, wir müssen aufbrechen, wir müssen zu Moira, mitten in einer Ortschaft. Aber ich glaube, wenn wir wieder zurückkommen, sind die Gegner immer noch alle kalt gemacht. Und wobei, hier kann man vielleicht noch was kombinieren. Können wir jetzt wieder laufen? Ja, können wir, sehr schön. Ich nehme alles zurück. Wir machen weiter. Wir lassen uns doch nicht aufhalten hier von einem schweren Rucksack oder so. Zentaure,
höre ich dich hier rum. Schleim, mein Freund. Hentai Man. Vorkriegsgeld. Nice. Speichern. Nee. Nichts Relevantes. Falscher Aktenschrank. Hier mal den reingucken. Oh, cool. Munition für unser chinesisches Sturmgewehr. Wer redet denn da bitte? Wer redet da? Mach mir keine Angst. Ich bin hier schon paranoid genug. In dieser Ortschaft. Okay, jetzt das Buffout nachschmeißen. Das kriegen wir hin. Vielleicht können wir oben dann... Naja, wobei, wir sind im Keller, ne? Nicht oben. Vielleicht können wir ja irgendwo einen Kellerausgang benutzen. Wir kamen von hier, ne? Ja, wir kamen von hier. Sind jetzt quasi fast einmal durch. Und hampeln jetzt hier einmal nochmal durch die Gegend. Hey, na? Geh weg. Einfach mal weggefratzt. Aber der hat es auch nicht anders verdient. Ich meine, guckt euch den mal an, bitte. Ah, hier ist ja noch einer. Die ganze Family. Ah, weg. Einen haben wir noch, ne? Ein Schuss im Magazin. Ne, drei. Drei noch. Das ist so eklig, das Viech. Amerika, Mr. President. Für Amerika machen wir das alles. Das wird super. Wenn wir erstmal dann irgendwann vielleicht vor dem Präsidenten stehen werden. Und ihm alles erzählen können, was wir so veranstaltet haben. Nur um ihn zu treffen. Ja, so hier, chinesisches Sturmgewehr. Klappe die dritte. Und wie es aussieht, bekommen wir hier von diesem Grünhäuter ein wenig Muni für unser Jagdgewehr. Ein epischer Kampf. Ist aber komisch, dass wir hier die ganze Zeit die Musik haben. Vom Ödland, ne? Das ist doch die Ödland-Musik die ganze Zeit. Aber schon eine ganze Weile, auch schon im letzten Dungeon. Oh mein Gott, wir sind schon wieder überlastet. Überladen. To the max. Und wir können nichts mehr kombinieren. Nee. Aber wir können, wir können ein bisschen Wasser trinken. Genau, das können wir machen. Schmutziges Wasser, ekliges, schmutziges Wasser. Das bringt sowieso nur 10 Kronkorken pro Flasche. Schön. Radioaktive Vergiftung to the max. Vielleicht noch ein bisschen Red Away hinterher, damit wir wieder entstrahlen. Noch mehr, genau, schön. Schön das Wasser wegtrinken. Wir bekommen zwar nicht viele Trageinheiten durch das schmutzige Wasser zurück, aber zumindest ein paar. Na gut, dann auch das saubere Wasser. Oh, wir sind drüber. Was? 442 von 420 TP? Was? Hier gibt es plus TP? Eine Sekunde bitte. Ja, das sieht ganz danach aus. Naja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das Ganze dann auf das Spiel weiter auswirkt. Wie haben wir alles? Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Im Eifer des Gefechtes habe ich alles vergessen. Da sind wir schon mal lang gelaufen. Das ist hier den Flur links entlang, ne? Und dann irgendwann nochmal links. Ja, hier sind wir auch durch. Dreimal den gleichen Raum betreten, Leo. Sehr gut. Ein Klassiker. Leo mal wieder durchgezogen. Cola. Die trinken wir auch gleich leer, falls wir müssen. Aber an dem Besuch bei der guten Moira kommen wir nicht vorbei. Schrotmuni. Jetzt habe ich die fast liegen gelassen, weil normale Schrotmuni hebe ich bei Fallout 76 schon gar nicht mehr auf. Ich brauche ja mittlerweile Ultrazit-Schrotmuni. Und davon habe ich gerade so viel, da brauche ich keine neue produzieren. Und dafür bräuchte ich dann als einziges Schrotmuni, normale Schrotmuni. Meine Güte. Ich glaube, wir haben es wirklich, ne? Gibt es hier noch irgendwo eine Nische oder so, die wir noch nicht besucht haben? Amerikas Kinder führen ein schreckliches, bedeutungsloses Leben.
Es gibt keine Hoffnung. Ende. Nicht, dass hier noch irgendwie Musik läuft oder so. Hier waren wir noch nicht. Das hätte ich nicht liegen lassen. No way! Buffout, yay! Wir haben noch einen Buffout bekommen. Eine weitere Chance, uns hier mehr oder weniger zu strugglen. Ein weiteres Tragekapazitätsstruggeln. Ja, trink mal die Wasser aus. Und die Nuka-Colas. Bis 480 TP hochgeheilt. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das ist ja episch. Klasse, klasse, klasse. Ne, wir haben wirklich alles, ne? Ich glaube, wir können hier raus. Jetzt haben wir alles. Und die Kronkorken nicht vergessen. Die gerade eben noch in der Luft geflogen sind, geschwebt sind. Cool, cool, cool. Aber jetzt haben wir wirklich alles. Die kippen noch, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und so einen Spielzeug-Truck brauche ich auch noch. Ein Nuka-Cola-Truck. Den brauche ich für meine eigene Bude. Die kann ich nicht öffnen. Da wird mir nichts angezeigt. Cool, wir haben's. Nice. Raus hier. Solange das Buff-Out noch wirkt, vielleicht haben wir ja Glück. Hier war nur noch die Sackgasse dann, ne? Sackgasse, genau die Ecke und alles cool. Ja, mehr können wir nicht machen. Oder können wir zufällig hier hoch oder so? Ist das eine Tür? Schande. Das schöne Buff-Out, was wir jetzt extra nehmen müssen. Aber okay. Sind ja nur ein paar Steroide. Und wir haben sowieso wenig Haare. Ne? Viel wird uns da nicht verloren gehen. Alles cool. Oh, mein Fehler. Nein, hier gibt's noch mehr. Alter Schwede. Bitte nicht zu viel. Floppdiwopp. Na, was hast du für uns, mein Freund? Oh Gott, das hätte ich fast liegen gelassen. Das große Buch der Wissenschaften. Der Teil fehlt mir noch. Oh mein Gott, das wäre fast schief gegangen. Das ist die Hetze wieder, die Hetze und der Druck. Das killt mich ja total. Ich brauche Ruhe. Ich brauche absolute Ruhe. Jupp, gleich vermengen. Sollte funktionieren. Yay. Nein, danke. Nein. Was ist das? Buttermesser? Nicht so wirklich. Oh Mann. Ja, die lohnen sich. Die Sensormodule auf jeden Fall. Jetzt dürfen wir nichts weiter mehr finden, was uns was... Oh Gott. Na gut, wir trinken gleich noch ein paar Colas. Geht gleich los. Gleich geht die nächste Cola-Session los. Und zwar jetzt. Vielleicht gleich ein paar mehr trinken. Nicht, dass wir dadurch irgendwie das Buff auch beeinflussen. Das wäre schon echt schade. Wir haben aber jetzt wirklich alles, alles, alles. Außer diesen Medizinkasten. Aber jetzt haben wir wirklich alles. Ist hier noch was versteckt eventuell? Hier hinten in der Ecke. Kann man da hin? Vielleicht nicht zu sehr versuchen, nicht, dass wir hier festglitschen. Das wäre uncool. Vor allem in der jetzigen Situation. Sugar Bombs. Oh Gott, ich bin so fahrlässig. Ich habe bestimmt irgendwo noch ein Holoband der Familie Keller liegen lassen. Hundertprozentig. Im schlimmsten Fall gucken wir einfach später mal nach, ne? Wo wir die anderen finden. Aber jetzt gerade nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch geben wir uns Mühe. Noch wollen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Aber raus hier aus diesem Verlies. Aus diesem ekligen Keller. Voller Hentai-Männer. Okay, wir haben's. Looks like we made it. Raus, raus, raus. Also können wir keine Schnellreise mehr machen. Upsi. Mein Fehler. Mein Fehler. Cool, cool, cool. Und gleich in die Schnellreise. Gleich nach Megaton. Und ich sag schon mal 3, 2, 1, meine werten Ödländer. Wir sehen uns nach der Handelsaktion wieder. Bis gleich. Also jedes Mal, wenn ich zurück nach Megaton komme, stelle ich ein neues Objekt hier auf diesen Tisch. Und irgendwann haben wir einen richtig schönen Mittagstisch, auf den ich mich jedes Mal freuen kann. Das wollte ich euch nur kurz zeigen, ne? Bis gleich.